Ja, hallo, und hier ist wieder die Anemone von Lächeln aus Papier. Heute habe ich eine ganz schnelle, kurze Idee für euch. Und zwar ist ja im Mini-Katalog das Set Perfekte Pinselstriche. Und dazu gibt es auch Stanzformen wie gemalt. Und da ist unter anderem diese Stanzform dabei. Und die habe ich genutzt, um diese Form auszustanzen und habe hier einige Streifen, in dem Fall hier Designerpapier oder auch hier Cardstock aufgeklebt, ausgemessen aufgeklebt und ja, und so sind diese Karten entstanden. Wie ich das gemacht habe, das erkläre ich euch gleich. Bis bald! Also ich habe mir Streifen jeweils 2,5 cm zugeschnitten und das viermal. Und der untere Streifen, den habe ich hier 4,7 cm genommen, wobei man hier ja auch nochmal ansetzen kann und auch nochmal einen kleinen schmalen Streifen nehmen kann. Die Streifen habe ich alle nebeneinander aufgeklebt. Also erstmal ausgemessen 10,5 mal 2,5 cm. Habe mir Farben ausgesucht, die in meinen Augen gut zusammenpassen. Und vor allem ist es ja so, dass man jede Menge Streifen hat. Und weiß nicht, was man damit machen soll. Und das ist eigentlich hier eine gute Variante, um seine Streifen mal loszuwerden. Und ich finde, dass es hier eigentlich auch recht nett aussieht. Das wäre hier Amethyst, grüner Apfel. Was glaube ich, Minzmakrone. Und das hier dürfte Olivgrün sein. Wenn jetzt ein Streifen auch irgendwann mal irgendwo noch übersteht, dann kann man das ja auch noch ausgleichen. So, und jetzt hier auf diesen Formen ringsherum. Kleber aufgeben. Ich nehme da trotzdem am liebsten noch die Pinzette, weil man da einen besseren Überblick hat. Setze das hier auf die Karte mit einem kleinen Rand auf. Okay, und jetzt würde nur noch der Spruch fehlen. Dann nehme ich jetzt wieder Du bringst Farbe in mein Leben. Und nehme Stempelkissen grüner Apfel.
und eure Karte ist fertig. Also hier sind mal drei verschiedene Ideen. Das sind jetzt so Farben, zum Beispiel aus der Schneckenpost. Könnte man auch eine Schnecke draufsetzen. Das ist eine Farbvariante mit den Kakteen. Und das aus dem Designerpapier von der Celebration. Ja, ich hoffe, das war eine Idee, die euch gefällt, indem ihr dann auch mal eure Streifen wieder loswerdet. Ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt gesund. Bis bald mal.